Anfang des Jahres in Leipzig. Der 8-jährige Eldorado-Nachkomme. Electric Blue. Ungefähr 17 war die Zwischenzeit. Jetzt hier, da ist er jetzt sehr entspannt. Davor muss man sagen, da ist er nämlich schon bei ungefähr 15 Sekunden. Also Vorsprung hat er, Vorsprung hat er. Er muss es jetzt gar nicht über Gebühr strapazieren. Er muss es im Endeffekt in dieser Art und Weise, mit diesem Fluss, so einfach nach Hause bringen. Einfach, hahaha. Und dann hat er den souveränen Sieg. Max Kühner und Electric Blue. 36,84 Sekunden. Er ist schneller gewesen als eben ein Markus Renzel. Man hat es ihm ein klein wenig am Gesicht schon absehen können, als der Parcours aufgebaut wurde, als er das Ganze abgegangen ist. Da hatte man schon das Gefühl, Mensch, das kann sein Ding werden. Das dann nachher in dieser Art und Weise umzusetzen, das ist halt einfach, das ist Kunst. Und diese Kunst